Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal wieder eine Skizze aus der Stadt. Und zwar, das ist das Ergebnis. Wir skizzieren einfach mal eine Ansicht eines Urlaubsortes. Und wir beginnen mit, wie immer, mit einer ganz groben Vorzeichnung. Dieses Mal aber mit der Person im Vordergrund. Das heißt, da gucken wir uns einfach mal an, dass an dieser Stelle das erstmal stimmig ist, dass wir wissen, wie die Person ungefähr aussieht. Das heißt, von den Proportionen ist sie in Seitenansicht, Rückansicht, wie auch immer. Und erarbeiten uns daraus dann den Rest. Die wird dann später natürlich anfokussiert. Das kennt ihr ja bereits, dass ein bisschen mehr das Ganze mehr Tiefe bekommt. An der Stelle geht es aber erst einmal um die Konzeption, um das Ganze mal so ein bisschen ins Bild zu rücken. Wir skizzieren hier die anderen Figuren, die nicht so im Vordergrund stehen, im Fokus. Die werden ganz leicht anschraffiert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Dann machen wir so ein bisschen die Architektur noch dazu, dass man sich so ein bisschen vorstellt, wie die Geschäfte oder die Straße einfach auch nochmal dazu aussieht. Einfach nur so, um etwas mehr Raumtiefe zu erhalten. Das ist, also wenn jetzt im Urban Sketching, wenn ihr so etwas macht, ist natürlich schön, wenn man damit arbeiten kann, weil ihr könnt eigentlich theoretisch, wenn ihr diese Tiefe einzeichnet, perfekt an jedem Ort, wo ihr seid, einfach ganz leichte, tolle Skizzen machen. Und dadurch wirkt so eine Stimmung, so eine Zeichnung natürlich enorm. Dann nochmal ein Fahrrad angelehnt und immer wieder, man kann hier und da kleine Striche machen, das Ganze ausarbeiten. Und man sieht, wie leicht sowas wirkt. Natürlich perspektivisch richtig, das ist wichtig, wenn ihr so etwas dann auch macht, dass es auch wirklich stimmig ist, sonst kann es ganz schnell passieren, dass da irgendetwas perspektivisch nicht in Ordnung ist. Und da ist es immer wichtig, dass man darauf achtet. Dann wird es natürlich hier noch ein bisschen ausgearbeitet. Bisschen mehr Kontrast, so dass die Person im Vordergrund sich ein bisschen abhebt, die werden wir gleich nochmal ein bisschen betonen. Aber das ist wichtig, wenn ihr so etwas macht, auch zu verstehen, wie der Aufbau ist. Natürlich figürliches Zeichnen ist eigentlich eine kleine Voraussetzung dafür. Aber das könnt ihr eigentlich wunderbar, wenn ihr möchtet, bei uns im Kurs machen. Da müsst ihr euch am besten mal uns mal kontaktieren, anrufen und dann können wir euch sagen, welche Möglichkeiten ihr habt, am Kurs teilzunehmen, wie so etwas funktioniert. Ob das jetzt ein Online-Kurs ist oder ob ihr einfach bei uns vor Ort seid, mit uns skizziert und solche Sachen direkt lernt. Also wir haben, oder möchte ich euch bewerben für einen Kurs oder für einen Studiengang besser gesagt, dann seid ihr bei uns exakt richtig. Wir können euch dann mit nahezu 100%igen Erfolgsquote, zumindest in den letzten Jahren, zum Studienplatz verhelfen. So, hier werden es dann mal ganz locker nochmal die anderen Figuren anskizziert. Und man sieht, wie die Wirkung sich entfaltet. So. Kann es dann in etwa aussehen. Ja, das ist schon fast fertig. Jetzt machen wir die vordere Figur auch nochmal ein bisschen kontrastreicher. Das was ich ja gesagt hatte, ein bisschen anfokussieren, dann
bekommt die Zeichnung nochmal mehr Spannung und bisschen Schraffur und das war's dann. Das ist das Ergebnis. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die positiven Bewertungen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Akademie-Ruhe-Team.